Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein gutes, stabiles und partnerschaftliches Verhältnis zu Russland liegt im Interesse der deutschen Außenpolitik. Aber zur Garantie einer stabilen Sicherheitsordnung in Europa gehört auch die Anerkennung und die Geltung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts. Und wenn ich hier im Antrag der Linken lese, das völkerrechtliche Problem der Krim gilt es zu lösen, dann ist der Begriff des Problems ziemlich beschönigend. Es geht nicht um ein Problem, wo man hin und her diskutieren kann, wie man das vielleicht im juristischen Staatsexamen lernt. Es geht darum, dass eine völkerrechtswidrige Annexion der Krim vorliegt und dass zum ersten Mal seit 1945 gewaltsam Grenzen in Europa verschoben worden sind. Dagegen wehren wir uns. Das ist ein schwerer Bruch des Völkerrechts. Und es liegt auch, meine Damen und Herren, keine Konfrontationslogik vor. Wir haben in der Ostukraine, im Donbass, einen Konflikt, der mittlerweile 10.000 Menschenleben gekostet hat. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht. Und die Sanktionen, die die Europäische Union vereinbart hat, sind nicht Teil des Konflikts, sondern sie sind die völkerrechtlich gebotene Antwort darauf. Weil wir müssen uns fragen, was ist das Völkerrecht noch wert, wenn wir den Bruch des Völkerrechts einfach geschehen ließen? Das Völkerrecht muss eingehalten werden, auch durch die Mittel von Sanktionen. Sanktionen, meine Damen und Herren, sind damit auch ein Mittel der Diplomatie, um unseren Standpunkt klarzumachen. Und die hypothetische Frage ist eben doch erlaubt, wie der Konflikt möglicherweise eskaliert wäre, wenn diese Sanktionen nicht verabredet worden wären. Was wäre passiert mit weiteren Teilen des ukrainischen Territoriums, wenn hier nicht Europa mit einer Stimme gesprochen hat? Und deswegen ist es ein richtiges und gutes Zeichen, auch der Handlungsfähigkeit Europas im Jahr 2014 bis 2018, dass die Europäische Union einmütig sagt, den Bruch des Völkerrechts, die Führung eines asymmetrischen Krieges, das Verschieben von Grenzen und die Gefährdung der Friedens- und Freiheitsordnung in Europa werden wir nicht akzeptieren, und wir reagieren mit Sanktionen darauf. Und meine Damen und Herren, hier spielt auch der Europarat eine zentrale Rolle. Es gibt mehrere Resolutionen des Europarats, in denen klar und deutlich gemacht worden ist, dass sowohl Beobachtermissionen, aber auch die Situation der Menschenrechte in der Ostukraine zu beachten sind. Und Teile dieser Resolutionen sind nach wie vor durch Russland nicht umgesetzt worden. Im Gegenteil, wenn wir über den Europarat, wie Sie, Herr Kollege Hunko, sprechen, dann muss man auch deutlich machen, dass zum Europarat die Europäische Menschenrechtskonvention gehört, mit der Freiheit der Rede, mit der Meinungsfreiheit. Und auch die wird im Augenblick in Russland teilweise mit den Füßen getreten. Ich erinnere nur an die Vorfälle von Nawalny. Wir fordern deutlich ein, dass zu einer Freiheitsordnung auch der Respekt der Europäischen Menschenrechtskonvention gehört. Dazu gibt es keine Alternative. Meine Damen und Herren, ich finde es bemerkenswert, dass bei der Frage der Beurteilung des Konflikts in der Ostukraine und bei der Frage der Sanktionen hier eine Übereinstimmung in vielen Punkten zwischen den Linken und der AfD existiert. Wächst ihr vielleicht zusammen, was irgendwie in dem Punkt auch zusammengehört? Wir stehen, meine Damen und Herren, wir stehen auf der Seite des Rechts und auf der Seite des Völkerrechts, auf einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis, aber eben auch darauf, dass dieser Konflikt nur gelöst werden kann, wenn die Vereinbarungen auch umgesetzt werden. Darauf werden wir drängen. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Thorsten Frey von der CDU-CSU-Fraktion.